Was hat Prompt Engineering mit Schreibkompetenz zu tun? Die Frage haben wir uns Anfang des Jahres gestellt, als Leonie und ich uns in der Open Infinity Group kennengelernt haben und festgestellt haben, okay, wir wollen gemeinsam ein Lehrangebot für Studierende zu eben KI ins Leben rufen. Und eventuell kommen wir am Ende des Vortrags auch zu einer halbwegs adäquaten Antwort dieser Frage. Generell möchte ich euch erstmal ein ganz kleines Intro zu KI-Tools generell geben. Worüber reden wir überhaupt hier? Ich meine, jeder hat jetzt in den Nachrichten irgendwie schon mal von ChatGPT, Bing, Search und Konsorten mit Journey und so weiter gehört. Generell finde ich es wichtig, erstmal zu verstehen, womit arbeiten wir hier eigentlich. So, das sind alles große Namen, aber was steckt da eigentlich dahinter? Ich möchte euch jetzt gar nicht mit technischen Details irgendwie langweilen. Ich habe so für mich mal so aus einer etwas technischeren Perspektive versucht, da drauf zu schauen, gleichzeitig einen pädagogischen Zugang für euch irgendwie zu bringen und habe festgestellt, eigentlich haben alle diese Systeme, egal wie sie jetzt heißen oder was sie im Detail machen, etwas gemeinsam. Und zwar, sie bestehen eigentlich aus drei Komponenten. Wir haben immer Benutzerschnittstellen, das ist das, was ihr in den Nachrichten hört, was ihr seht, was ihr benutzt, wenn ihr mit den Teilen arbeitet. Wir haben immer Algorithmen, die die Daten, die wir da eingeben, verarbeiten und eben die Daten, die sie irgendwo im Hintergrund lagern, halt hochholen und euch zur Verfügung stellen. Und diese dritte, eigentlich wichtigste Komponente sind die Trainingsdaten. Unterscheiden tun diese ganzen Systeme sich überwiegend dadurch, dass sie auf verschiedene Algorithmen und verschiedene Trainingsdaten zugreifen. Man kann sich das ganz gut vorstellen, nehmen wir mal so das Bild eines Roboters, so ein humanoider Roboter. Der steht hier so, wie ich jetzt gerade, hat halt ein Gesicht irgendwie, also eine Benutzerschnittstelle. Ihr seht erstmal diese Oberfläche, ihr könnt jetzt mit mir reden, ich kann antworten. So, das heißt erstmal, diese Benutzerschnittstelle dient eben dazu, dass ihr Sprache, Text, Bilder, was weiß ich, reingebt und das an die Algorithmen weitergegeben wird. Wenn wir jetzt über speziell so textgenerierende Bots reden, ist diese Benutzerschnittstelle mit dem Chatlog auch das Kurzzeitgedächtnis dieser Systeme. Schauen wir auf die Algorithmen, geht es eher um die Wahrnehmung des Ganzen. Diese Infos, die ihr reingebt, wird verarbeitet, wird gewichtet, wird irgendwie versuchen, die Systeme rauszufinden, was wollt ihr eigentlich von denen. Und dann versuchen die ein Spiel zu spielen. Die versuchen so gut wie möglich eure Anfrage zu beantworten. Nicht mehr und nicht weniger. So, das ist eigentlich so das virtuelle Gehirn hinter all diesen Systemen. Das Arbeitsgedächtnis steckt da drin, das ist alles was Prozesshaftes, da wird erstmal nichts gespeichert wirklich, so, sondern wirklich nur verarbeitet und aus dem Langzeitspeicher hochgeholt. Wenn wir über Langzeitspeicher reden, dann sind wir wieder bei den Trainingsdaten, das sind riesige Datenbanken, genauso wie das HRZ Benutzernamen und was weiß ich speichert, wer da halt zurzeit das Weltwissen in diesen Trainingsdaten gespeichert, das ist im Prinzip das virtuelle Gedächtnis dieser Systeme. Und in dem Fall eben auch das Langzeitgedächtnis. Und das ist deswegen wichtig, weil das ist statisch. Egal, was euch irgendwer erzählt, diese Trainingsdaten sind immer erstmal statisch. Wenn ihr irgendwas irgendwo eingibt, ihr trainiert damit keine Systeme. Die Daten werden aber abgegriffen und wandern irgendwann durch die Konzerne, die es benutzen, eben in diese Langzeittrainingsdaten rein. So. Das ist eine sehr stark vereinfachte Sichtweise auf diese Systeme. Was passiert da eigentlich bei den Trainingsdaten? Das ist jetzt nochmal interessant, um genauer zu verstehen, was da im Hintergrund passiert. Erstmal werden diese Trainingsdatenbanken gefüllt mit Inhalten. Riesige Massen an Inhalten. Wir reden seit fast 20 Jahren über Big Data. Das liegt da drin. So. Es gibt dann verschiedene Trainingsdaten, je nachdem, mit was für System ihr arbeitet. Bildgeneratoren werden mit Bildern gefüttert, Textgeneratoren mit Texten. Alles, was irgendwie mit Audio zu tun hat, eben mit Audioschnipseln. Und es gibt noch vieles mehr. Diese Trainingsdaten müssen ganz aufwendig aufbereitet werden, damit eben aus den Texten, Bildern, Tönen Datenpunkte werden. Und das ist jetzt echt schwierig für uns irgendwie, das zu verdeutlichen, was diese Datenpunkte sind. Aber das sind eben maschinenlesbare Interpretationen dieser Daten. Und nur um ein Beispiel irgendwie zu zeigen, diese Wortkette, ich habe hier als Beispiel genommen Katze, Tier, Hund. In einem 3D-Raum visualisiert würden das alles drei Einsen sein, weil Katze, Tier, Hund sind drei Wörter, die irgendwie zur gleichen Familie gehören.
Wohingegen die Wortkombination Pferd, Wasser, Computer wahrscheinlich so Datenpunkte 0,5, 0,50 ergeben, weil was hat Computer mit Pferd oder Wasser zu tun, aber Pferd und Wasser gibt es irgendeinen semantischen Zusammenhang, der jetzt auch nicht weiter erläutert werden müsste. Also da ist die Nähe dieser Wörter in einer 3D-Word-Cloud, wenn ihr euch das so vorstellen wollt, halt sehr weit auseinander. Katze, Tier, Hund ist sehr nah beieinander. Und mit diesen Nähe-Distanz-Beziehungen arbeiten diese Generatoren. Überall da, wo es um Gewichtungen geht, geht es darum, wie nah hängen die zusammen. Das passiert, wenn ihr was eingebt. Die berechnen, wie nah hängt jetzt welches Wort mit wem zusammen. Was wollt ihr eigentlich? Sucht ihr Statistik in Bezug auf Statistikprogramme oder sucht ihr eine Statistik über Krankenstände in Neuguinea im Jahr 2010? So, das sind vollkommen andere Kontexte. Und das ist für das weitere Verständnis wichtig zu wissen. Ein kleines Beispiel noch zu den Algorithmen, nur damit ihr auch mal seht, selbst wenn ihr denkt, ihr benutzt keine KI, ihr benutzt es jeden Tag, sofern ihr kein Telefon aus Holz besitzt. Allein wenn ihr eine SMS schreibt und ihr seht die Autokorrektur, die euch ständig neue Wörter vorschlägt, je mehr ihr die benutzt, umso passender sind diese Wörter, die lernen von euch, welche Wortkombinationen ihr benutzt. Selbst wenn ihr irgendwelche Slangwörter benutzt, das lernen die sehr schnell, außer bestimmte Schimpfwörter, die werden automatisch rausgefiltert. So. Und das passiert alles, wenn wir eben diese erstmal super intelligent aussehenden Chatbots benutzen. Wir haben uns nun angeschaut, wie nutzen Studierende das in unserem Seminar. Wir haben festgestellt, die Studierenden sind frustriert, enttäuscht. Irgendwie haben die sich das alles anders vorgestellt, als es dann in der Praxis tatsächlich aussah. Irgendwie haben sie mehr erwartet, haben gar nicht richtig verstanden, was da passiert oder was sie damit machen können. Die haben teilweise Google-Suchanfragen in KI-Chatbots eingegeben und sich gewundert, warum dann da so ganz kurze Antworten kommen, die irgendwie jetzt auch nicht wirklich befriedigend sind. Wir haben dann nochmal irgendwie drüber nachgedacht, was ist da eigentlich jetzt das Problem? So, wir haben drei verschiedene Arten von großen Problemen, es gibt noch andere, aber die drei Arten haben wir versucht erstmal so exemplarisch rauszuziehen, weil die auch leicht nachvollziehbar sind. Wir haben im Prinzip einen generellen Fehler, der dadurch entsteht, dass in diesen Trainingsdatenbanken eben auch Fehler enthalten sind. Das sind entweder faktische Fehler, die in der Menge an Daten einfach nicht herausgefiltert werden konnten, oder eben Fehler in den Bewertungsprozessen, die zur Bereinigung dieser Datenbanken eingesetzt werden, nach wie vor passieren oder eben die da, wo eben existierende Fehler auch gar nicht erkannt werden, weil die beurteilende Person ist gar nicht adäquat beurteilen kann. Dann gibt es noch diesen Umstand, dass KI-Datenbanken teilweise von anderer KI wieder bewertet wird und da haben wir so einen schönen Zirkel und dann reproduziert sich das unendlich. Also worüber ich rede, ist Sample Bias, das heißt einfach, dass diese Samples, mit denen gearbeitet werden, irgendwie falsch sind. So, wenn dann eben auf meine Frage eine falsche Antwort kommt, dann entsteht eben diese genannte Frustration. Es gibt dann aber auch noch zwei andere Arten des Bias, Voreingenommenheit oder Fehldenken über diese Daten, die durch die Arbeit mit den Systemen entstehen. Das ist einmal Automation Bias und Ignorance Bias. Automation Bias passiert immer dann, wenn wir diesen Systemen zu viel Vertrauen schenken. Also ihr kennt diese Meme-Bilder, wo autofahrende Personen in Flüsse fahren, weil ihre Navis ihnen gesagt haben, da ist ein Parkplatz. Muss man nicht viel sagen, das passiert irgendwie auch, wenn ich erwarte, dass ChatGPT jetzt meine Hausarbeit für mich schreiben kann. Dann kann ich auch von der nächsten Klippe stürzen, wenn es um die Benotung dieser Arbeit geht. Ignorance Bias ist die Überschätzung der Systeme, nicht unbedingt auf Korrektheit, sondern mit Bezug auf die Fähigkeiten dieser Systeme. Also klar, ChatGPT kann super Kochrezepte uns geben mit Fotos von unserem Kühlschrankinhalt und so weiter und so fort, aber hat er wirklich erkannt, dass diese komische kleine Tüte in der hintersten letzten Ecke unseres Kühlschranks jetzt geriebener Käse ist oder denkt er, das ist irgendwas anderes? Also da passiert schon mal irgendwie neuer Fehler wieder in der Interpretation durch die Algorithmen und so weiter und so fort. Und manchmal sind auch einfach Ergebnisse so überzeugend, dass uns gar nicht auffällt, dass die halt fehlerhaft oder ungenau sind. Soweit zum Problemaufriss. Kommen wir einen Schritt näher zur Frage, was hat das jetzt eigentlich mit Schreibkompetenzen zu tun? Genau, was hat das mit Schreibkompetenzen zu tun? Wie können wir diese Hürden tatsächlich überwinden?
Schreibkompetenzen können im Prompt Engineering wirklich hilfreich sein, da sie die effektive Kommunikation mit Menschen, aber auch mit Maschinen ermöglichen tatsächlich. Ich möchte jetzt drei Bereiche vorstellen, in denen wissenschaftliche Schreibkompetenzen angewendet werden können im Prompt Engineering. Der erste Bereich ist die Kontextualisierung. Denken Sie mal an die Einleitung einer wissenschaftlichen Arbeit. Die Einleitung erklärt der Leserschaft in der Regel den Hintergrund und den Rahmen von einem Forschungsprojekt, damit das behandelte Thema tatsächlich auch verstanden werden kann. Sie liefert unter anderem allgemeinere Informationen, zum Beispiel relevante wissenschaftliche, historische oder soziale Hintergründe. Die sollen der Leserschaft helfen, den Rahmen und die Bedeutung der Forschung zu verstehen und tatsächlich auch einzuordnen. Was hat das mit Prompt Engineering zu tun? Auch eine textgenerierende KI braucht tatsächlich relevante Hintergrundinformationen, um die Absicht der BenutzerInnen zu erfassen und genaue Ergebnisse liefern zu können. Je nach Anwendungsbereich kann Kontext dazu beitragen, dass das KI-Modell zum Beispiel disziplinspezifische Grundlagen berücksichtigt oder auch weniger irrelevante Informationen bereitstellt. Wie erreichen Sie das? Weisen Sie dem KI-Modell den Weg. Das heißt, stellen Sie genügend Details bereit. Nennen Sie zum Beispiel auch wissenschaftliche Grundlagen, auf denen Ihr Anliegen basiert und welche Rolle Sie als fragende Person einnehmen. Wenn Sie zum Beispiel in einem Prompt sowas schreiben wie "Ich bin eine Umweltwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt erneuerbare Energien", dann liefern Sie dem KI-Modell Informationen darüber, wer Sie als Benutzerin sind. Und auch Informationen, welche Informationen für Sie als Nutzerin relevant sein könnten. Ja, da gibt es natürlich noch einen Unterschied zum wissenschaftlichen Schreiben und zu den Einleitungen, ganz klar. Im wissenschaftlichen Schreiben geht es um den thematischen Kontext. Im Prompting geht es vielleicht mehr um den lebensweltlichen Kontext. Aber beides sind Formen der Kontextualisierung. Der zweite Bereich ist die Präzision. Wissenschaftliches Schreiben fördert das exakte Formulieren exakte sprachliche Formulieren. Es werden zum Beispiel Fachtermini verwendet, mehrdeutige Begriffe werden vermieden, weil sie sicherstellen wollen, dass ExpertInnen die Texte wie gewünscht interpretieren können. Was hat das mit Prompt Engineering zu tun? Sprachliche Präzision spielt eine entscheidende Rolle im Prompt Engineering, denn auch hier können allgemeine oder vage Fragen zu allgemeinen oder vagen Antworten führen. Sprachliche Präzision kann dazu beitragen, spezifischere und relevantere Antworten von einem KI-Modell zu erhalten und kommunikative Missverständnisse zu vermeiden. Wie erreichen Sie das? Vermeiden Sie allgemeine, vage und mehrdeutige Ausdrücke. Vermeiden Sie zum Beispiel unpräzise Adjektive wie gut oder schlecht, unpräzise Vergleiche wie besser. Denken Sie kritisch darüber nach, wie bestimmte Formulierungen das KI-Modell beeinflussen können, und verwenden Sie im Zweifelsfall auch spezifische Fachterminologie. Wenn ich mich als Literaturwissenschaftlerin zum Beispiel für homodiegetische Erzähler in der viktorianischen Literatur interessiere, kann ich ein KI-Modell bitten, mir eine Liste von 10 viktorianischen Romanen zusammenzustellen, in welchen homodiegetische Erzähler eingesetzt werden. Dieser Prompt ist deshalb präzise, weil die Anforderung nach einer Liste zum Beispiel sehr konkret ist, der Prompt den spezifischen Rahmen vorgibt und eben auch Fachterminologie verwendet. Somit lässt der Prompt weniger Raum für Missverständnisse. Der dritte Bereich bezieht sich auf die Zielorientierung. Das Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten erfordert eine ganz klare Ausrichtung auf die Forschungsfrage und Ziele eines Forschungsprojektes. Und Forschende müssen sicherstellen, dass jeder Abschnitt der Arbeit direkt zur Beantwortung der Forschungsfrage und Erreichung der Ziele beiträgt. Sie müssen sicherstellen, dass die Methoden, Konzepte, Modelle und Theorien, die einer Arbeit zugrunde liegen, dazu beitragen, die Ziele zu erreichen. Was hat das mit Prompt Engineering zu tun? Zielorientierung kann dazu beitragen, die Art und Weise der gewünschten Antwort festzulegen, sowie Grenzen und Umfang der gewünschten Antwort zu identifizieren. Wie erreichen Sie das? Das erfordert natürlich schon sorgfältige Überlegungen. Bevor Sie einen Prompt formulieren, stellen Sie sicher, dass Sie klare Ziele für die Information oder die Art der Antwort haben, die Sie erhalten möchten. Führen Sie sich vor Augen, was Sie aus der Interaktion mit dem KI-Modell herausziehen möchten und was Sie von dem KI-Modell genau erwarten. Nachdem Sie Ihren Prompt formuliert haben, lesen Sie ihn sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass er Ihren Zielen auch tatsächlich entspricht. Ein zielorientierter Prompt könnte zum Beispiel sein,
ich brauche deine Hilfe als Lernassistent, generiere 10 Klausurfragen zum Thema erneuerbare Energien in den Umweltwissenschaften, die sich auf die neuesten Fortschritte in der Solartechnologie konzentrieren. Dieser Prompt ist deshalb zielorientiert, da die Art und Weise sowie der genaue Zweck und Umfang der Anfrage genau definiert wird. Um das Ganze jetzt mal abzuschließen. Also man kann schon sagen, bei KI-Modellen ist der Output oft nur so gut wie der Prompt. Das heißt, wenn Sie unzufrieden sind mit den Ergebnissen, die Sie mit KI-Modellen generieren, kann es sein, dass Sie Ihre Strategien beim Prompting ändern müssen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Wie machen Sie das? Greifen Sie beim Prompt Engineering auf Ressourcen zurück, die Sie bereits haben. Und das sind Ihre wissenschaftlichen Schreibkompetenzen. Nehmen Sie eine forschende Haltung ein und fragen Sie auch beim KI-Modell mehrfach nach. Und vergessen Sie nicht, den Output sowohl präzise zu definieren, als auch die Angemessenheit kritisch zu beurteilen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, das Gefährlichere ist, dass die Systeme nicht nur kreativ sind, sondern unglaublich überzeugend wirken können. Mhm. Ja, so. Absolut. Also ich bringe gerne das Beispiel, wenn ich auf eine WG-Party gehe, treffe zufällig einen Ornithologen, der kann mir alles über Vögel erzählen und ich glaube denen jedes Wort und ich lasse mich mitreißen von der Begeisterung, die dadurch kommt. Und, ja, aber prüfen kann ich es in der Situation auch nicht, was er mir erzählt. Vielleicht ist er nicht mal Ornithologe. Sondern einfach Vogelfreund. So. Also, ihr versteht den Punkt. Aktuell ist es so, dass die Quellensuche funktioniert, aber die Quellen selbst mehr als dubios sind. So. Also, es lohnt sich da immer mal wieder reinzuschauen, ob die Systeme jetzt vielleicht besser funktionieren oder ein spezialisiertes System zu nutzen, zum Beispiel Elicit, was speziell auf Literaturrecherche ausgelegt ist. Ich glaube, ich würde dazu auch noch mal ganz kurz gerne was sagen. Ich glaube, es ist auch wichtig daran zu denken, dass bei ChatGPT, wenn man ChatGPT benutzt, das ist ein Sprachmodell und da findet keine faktische oder logische Prüfung dieser Informationen statt. Und das ist natürlich auch darauf optimiert, eine besonders gute User Experience zu generieren. Mhm. Und das heißt einfach, so ganz simpel ausgedrückt, das erfindet lieber was, als nicht zu antworten. Ja. Also es geht immer darum, eine Antwort zu generieren. Genau. Ja? Was hier vielleicht irgendwo drinsteckt, aber nicht so wortwörtlich benannt wurde, wenn wir genau drauf schauen, Kommunikation, Wahrnehmung, Wissen, wo ist da eigentlich Denken verortet? Es gibt keine Denkmodule aktuell, weil die Systeme auf Daten zugreifen und Daten verarbeiten. Und nicht Daten erfinden oder rekombinieren. Ich glaube, dass das bisher noch relativ schwer ist zu sagen. Im Sinne von, wir wissen einfach noch super wenig über die Arbeit damit. Das ist neu, das ist eine neue Technologie, die sich einfach in der Masse super schnell verbreitet hat. Das ist wirklich, wir sind noch dabei, das herauszufinden tatsächlich. Aber es ist in der Welt, sagen wir es mal so. Und irgendwie müssen wir jetzt alle damit zurechtkommen sozusagen und tatsächlich auch gucken, was die Vorteile sein können. Und wo es auch keine Vorteile gibt oder was die Nachteile sind. Aber ich glaube, eine definitive Antwort gibt es darauf derzeit nicht tatsächlich. Vor allem nicht, wenn es ums Schreiben geht. Ja. Ich sehe es so, es ist seit November letzten Jahres sind die Türen zu einem großen Spielplatz eröffnet. Wir sollten mit einer forschenden Perspektive daran gehen, schauen, wo kann uns das tatsächlich was abnehmen. Aber ob es was abnehmen kann, ist eine Beurteilungsfrage. Wir müssen immer schauen, ist der Output adäquat, ist der wissenschaftlich fundiert? So in den seltensten Fällen ist das so. Hält der Output halt weitere Prüfung stand? So. Also mir ist nicht bekannt, dass es eine Gewichtung gibt, dass irgendwelche Daten mehr wert wären als andere Daten. Die verschiedenen Trainingsdatenkorpora, also es gibt spezialisierte wissenschaftliche Korpora. Die Frage ist, ob das Tool, was ich benutze, diese auch verwendet. Also das Beispiel Elicit als Literaturdatenbank greift eben auf einen Korpus zu, der von mehreren Verlagshäusern auch unterstützt wird. Und da steckt gute Literatur quasi drin, mehr oder weniger. Ob jetzt die Ergebnisse, die bei einer Recherche da hochkommen, tatsächlich aber auch gut sind. Also ich kriege da in meinen Kursen, die ich aktuell dazu gebe, auch gemischtes Feedback.
So, manchmal ist es relevant, manchmal nicht. So, das muss man dann auch wieder selbst beurteilen. Ja. Also ich würde es nicht für Recherchezwecke verwenden tatsächlich, aber ich finde das auch nicht sinnvoll. Ich habe eben noch gedacht, was du gesagt hast, Mariam, ne? Die Sprache, das kann halt noch so ein Faktor sein. Ne? Verbesserung von Sprache, es ist eben ein Sprachmodell. Ne? So, das ist durchaus, ich glaube, da würde ich schon mehr Potenzial sehen tatsächlich. Aber das ist halt auch sehr an der Oberfläche natürlich. Ne? Also es ist immer eine gute Idee, bei offensichtlich seltsamen Aussagen dieser Systeme mal zu fragen, wie sie auf diese Aussagen kommen. So. Das ist auf jeden Fall interessant, um ein bisschen besser zu verstehen, was da passiert. So, das eben auch bei den Quellen. Also ich hatte letzte Woche wieder so ein Beispiel, da kam irgendein seltsames, populäres, also so eine, es ging um Pferde in der Medizin und da kam sowas, ich sag mal spaßhaft, analog zur Wendy als Quelle. Und da habe ich dann auch gefragt, hältst du die Quelle denn für seriös? Und dann kam sowas wie, ja, hohe Auflage, hohe Leserschaft und so. Natürlich ist das seriös. Aber es gibt kein Peer-Review-Verfahren, deswegen kann es sein, dass es vielleicht nicht für den Anwendungszweck geeignet ist. So. Ja.